Pleiten, Pech und Pannen. Ach, jetzt wisst ihr was? Jetzt würde mich ganz kurz was interessieren, wenn wir es ja schon Pleiten, Pech und Pannen haben. Wo stehen wir eigentlich? Wie schlimm steht es um die Welt? Dings geht nicht. Sind das meine Account-Todeszahlen in dem Fall? 178 Tode. Das heißt, mit dem bin ich bei 76. Unten habe ich noch zwei Charakter, mit denen ich was teste. Dann, ja, habe ich 200 Tode daran verschuldet. Könnt ihr später wieder vorbeischauen. Mal gucken, was die Dame zu sagen hat. The soul and the curse are one and the same. Your soul has grown stronger still. I only hope it brings you what you wish. Die Essensplakonschere geben. Werden wir schon bei 9 Essensplakons. Hat sich sonst noch was gesagt? The sign you bear will drain your very souls. And without souls, you will turn hollow. Stay strong. Do not lose hope. Even when you have precious little time. Okay. For when the undead dies, it is never true. Not all undead are hollow. Okay, okay, okay. Alles noch dasselbe. Dasselbe im Grün. Haben wir eine Pyromantieflamme, die wir abgeben können? Hello again. Haben wir nicht. It was a perilous trek. Und du hast auch nichts Neues zu erzählen. Das heißt, ganz kurz überlegen, welche Reihenfolge will ich denn was machen. Genau, als allererstes würde es mich interessieren, wie es jetzt auf der Karte aussieht. Wir hätten ja ein zweites Feuer jetzt entzündet. Vielleicht gibt es eine Veränderung. Das mal hier rein, dann hier. Da hat es, im Gegenteil, das sind jetzt schon drei Flammen. Da ist also, hat sich was getan. Hier hinten, die Flamme hat, glaube ich, davor nicht gebrannt. Even more flames have appeared. I don't know what causes it. Schade, wirklich viel hat er nicht Neues zu erzählen. Did you see the flame on the map? It wasn't there when I came here. Ja, er sagt genau dasselbe. Bedauerlich. Die Rüstung sieht ein wenig komisch aus. Ich weiß nicht, ob ich mich an die gewöhnen kann. Hast du was Neues zu erzählen? Oh, hello again. I hope you find something of use. Ach komm, ich kaufe jetzt mal irgendwas aus Mitleid. Ja, wenn du wenigstens was anbieten würdest. Leider nicht bei dem Angebot. Ich bin noch ganz erleichtert, dass ich das geschafft habe letztes Mal. Bei dir könnte ich ja noch einkaufen. Bei dir kaufen wir jetzt... Genau, den kaufen Wanderhändlerhut. Der sieht schon gut aus. Ein von Händlern aus Lana 4 getragener Hut. Die Farben blau stehen dort für Wissen. Das Tragen verbessert das Finden von Objekten. Ich kann 74 Stück davon kaufen? Wow. Ich will aber nur ein. Und was machst du? Der Adel steht normalerweise bestärkt durch in Lana 4 Reichtum. Sonst gibt es keinen Effekt. Hier gibt es auch keinen Effekt. Hier gibt es auch keinen Effekt. Okay. Ich kann Menschlichkeit bei ihr kaufen. Ich möchte einfach nicht mehr leveln. Also fast nicht. Deshalb kaufe ich jetzt Sachen, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Wir kaufen sie jetzt einfach leer. Ja. Sicher auch andere Möglichkeiten. Was würdest du denn für Zauber anbieten? Sehen, fein und heilen. Thank you kindly. Hast du jetzt einen neuen Spruch auf Lager? Don't abandon a poor old woman. Take these, if you want them.
Ha, wir sind beste neue beste Freunde. 18. 7er Schlangen drin, plus 1. Ist das jetzt, weil ich so viel besucht habe oder weil ich jetzt immer wieder spreche? Ja, den kennen wir. 7er Schlangenring plus 1, es verbessert die Seelenaufnahme, brauche ich jetzt nicht. Stattdessen würde ich sagen, wir machen es. Zuerst möchte ich noch das andere Gebiet abschließen. Ich denke nämlich, da hat es noch was. Wir haben ja jetzt einen Schlüssel bekommen, dann müsste doch eigentlich hier unten, da war doch eine verschlossene Tür, die ich hier auch machen konnte. Die müsste ja jetzt eigentlich aufgehen. Hier kurz. Die Spinnen kommen nicht mehr. Schön. Naja. Orientieren ist gut und schön, wenn man es wenigstens könnte. So, hier geht's lang. Geh weg. Also wenn es irgendwann mal eine Möglichkeit gibt, die Waffen zu verstärken, dass sie nicht mehr Haltbarkeit verlieren, dann würde ich das sofort ausnutzen. Mich persönlich stört es ein wenig, aber nur ein wenig. Ich habe gelesen, andere empfinden das nicht so als schlimm. Bei denen hält die Waffe ewig, aber ihr seht ja, wenn ich einen Bosskampf, bis ich beim Boss bin, ist die eine Waffe meistens schon beschädigt. Und natürlich ist man so gezwungen, ein bisschen mehr die Waffen zu variieren. Das hat auch Vorteile, aber Menschenbild. Das hat auch Vorteile, aber eigentlich würde ich schon gerne einfach immer mit meiner Lieblingswaffe kämpfen. Das ist die hier. Das heißt, ihr müsst jetzt im Moment einfach akzeptieren, dass ich die benutze. So. Letzter Gegner. Kommen wir dahin, wo ich hin wollte. Weil die haut einfach rein. Blitzstein. Die Spinnen sind da. Elegant ausgewichen und angegriffen. Die Stilnote 10. Hier hinten war doch die Türe, oder? Ich orientiere mich schon richtig, genau. Das war hier. Und hier. Ich habe doch einen Schlüssel. Okay, der Schlüssel geht nicht hier. Hm. Ich habe noch einen. Okay, dann. Da oben liegt ja noch was. Da war ich noch gar nicht. Wow! Hast du mich erschreckt? Zweihänder schon wieder. Jetzt glaube ich der dritte Zweihänder. War es nicht dann hier rein und dann hier. Nur kurz orientieren, nicht, dass ich was falsch mache. Nee, hier nach oben. Hier war ich nix. War auch nix. Hier nach links. Da müsste ich doch eigentlich da sein, wo das Gegenstand liegt, oder? Nein. Mist. Okay, dann ist es nicht da, wo ich dachte, dass es ist. Dafür habe ich hier noch was liegen lassen. Nee, das ist nicht liegen. Das ist ja vom Eid. Stimmt. Jetzt kommt das Problem wieder. Machen wir die Türe zu. Ich hoffe, ich schaffe das. Das ist eine Sprungpassage, mit der habe ich ein bisschen Mühe. Nee, das hat schon mal nicht geklappt. Das klappt auch noch nicht ganz. Da müsste man eigentlich ja, fast links Anlauf nehmen und dann nach rechts wegspringen. Im richtigen Moment. Mit dem wilden Charakter kann ich das einigermaßen. Also nicht, dass er anders gebaut wäre, aber komischerweise geht es jetzt hier natürlich im Vorführeffekt wieder nicht. Überhaupt nicht. Ja, das wird noch schlimmer. Wenn es so weitergeht, nehme ich einen Heim. Ja, wisst ihr was? Zu blöde. Irgendwas habe ich sie ja. So. Beschämend, aber so ist es. Holen wir noch schnell ganz kurz das obere Geheimnis. Dann
machen wir da weiter, wo ich dachte, dass ich weitermachen möchte. Oder wo ich geplant hätte, weiterzumachen. Das heißt, wir reisen noch hierher. Es war hier eine Sackgasse. Das heißt, ich hätte jetzt wieder... Ich hätte noch zwei Möglichkeiten offen. Wobei, bei einer bin ich mir gar nicht sicher, ob sie überhaupt klappen würde. Aber es wäre zumindest eine Möglichkeit. Also, wir gehen wieder hier rüber, damit ich die Seen verlieren kann. Nee, klappt. Erstaunlicherweise. Aber jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das ist doch gar nicht dasselbe Gebiet. Irgendwie habe ich ein Durcheinander. Kann es sein, dass ich gar nicht durch bin? Bin ich mit dem Charakter hier gar nicht durch? Das wäre ja schlau. Alle Wege gemacht, nur nicht den Hauptweg. Stimmt. Nein! Ich habe ein Geheimnis vergessen, wenn ich nämlich noch nie hier war. Genau, jetzt ist es verschwunden. Das mache ich dann aber. Ja. Soll ich jetzt das mit euch machen, ohne euch? Hier gibt es noch einen guten Farmspot. So ganz nebenbei. Ich zeige ihn euch kurz. Gehen wir schnell ihn holen. Kommt, nach oben. Nach oben. Nicht nach unten, nach oben. So. Und zwar wäre ja das Ziel, dass wir diese drei Farmen. Die sind nämlich auch hier. Aber ich dachte, hier drin war ich doch schon mal. Hier habe ich doch die Kiste gemacht. Da bin ich jetzt. Nein, ich bin so blöd. Ich schreibe hier noch. Bedanke mich nicht mehr bei der Sache. Ich bin am Überlegen. In den Erinnerungen kam, war ich jetzt hier schon oder nicht? Ich erwarte eigentlich, dass ich hier schon war. Aber wir sehen es ja gleich. Doch, hier war ich schon. Eben. Alles klar. Dieses Kristallwesen könnte man wohl sehr einfach abgraben mit der anderen. Von der anderen Seite. Jetzt gehe ich wieder zurück. So. Das sind die Wesen, die von oben kommen normalerweise. Also da kommt jetzt nur einer. Komm, Frosch weg. Da kommt jetzt nur der hier. Weil die anderen würden normalerweise von oben kommen. Aber die habe ich ja jetzt gerade ausgeschaltet. Hat sich aber trotzdem gelohnt. Kommt den hinteren Busch schon auch noch. So weit ist es ja nicht mehr. Schöner Sprungattacke. Feuerdrakenstein. Und das hat sich doch tatsächlich gelohnt. Jetzt kommen die Spinnen natürlich. Die müssen sich ja auch noch einmischen. So, jetzt versuchen wir nochmal die Sprungpassage. Vielleicht klappt es ja jetzt. Oh, nee, jetzt kann es nicht klappen, da hier eine Spinne drin ist. Hä? Ach, okay. Wie sieht die Spinne aus? Wir haben keine Zeit. Das geht zu lange. Machen wir doch wieder das andere. Hey! Nein! Was mache ich denn? Man kann so nebenbei sortieren. Falls ihr das noch nicht gewusst habt. Auswahl und so weiter. Aber leider nicht sortieren, sondern man löscht es dann relativ. Aber man könnte mehrere Sachen miteinander markieren und dann löschen drücken. Ich glaube, die Reihenfolge selber kann man nicht bestimmen, traurigerweise. Ich hatte das eigentlich schon gehofft, aber... Also, reisen, wir reisen hier hin.
Da gibt es zwei Dinge, die ich machen möchte. Eigentlich sogar drei. Nee, es gibt drei. Im Moment wüsste ich ja niemanden, den ich entwurzeln könnte. Welche? Nee, machen wir nachher. Falscher Weg. Hier geht's lang. Hier lang, hier raus. Hier nach links. Falscher Weg. Doch. Der richtige Weg. Einfach nur Angst. Also hier nach unten. Jetzt kommt wieder dieses Gebiet. Viele halten das für ein schlechtes Gebiet, weil es der Grafikdesigner gespart hätte oder so. Also mir gefällt's. Ich habe einfach. Ich mag die Atmosphäre hier. Und auf die Geister. So. Dann sind wir bei dir. Mal gucken, ob du was zu sagen hast, dass ich jetzt deinen Körper gefunden habe. Back again. Well, this is a pleasant surprise. Ah, it was you who vanquished my body. It is my body, you see, and I can sense what happens to it. I do not mourn for it. Good riddance. If you wish for help, summon me. I'm rusty in battle, but will fight by your side. I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes, but we soldiers stared death in the eye together. And for his highness. But perhaps it's for the best. Den Spruch kennen wir. Würdest du was Neues verkaufen? Großschwert, hat er überhaupt schon verkauft? Wow, das wäre eigentlich ein geiles Schwert. Es hat eine A-Wertung in Stärke. Und das hätte 100... Ihr wärt eigentlich richtig gut. Okay, das hat sonst nicht unbedingt die besten Werte, aber das wäre auch 100% mit Parieren und relativ leicht. Ich glaube, ich kaufe das. Das wäre die Geschichte dazu. Dieses kampferprobte und stark verrostete Schwert ist wegen seiner unglaublichen Gewichts nach wie vor eine tödliche Waffe. Der Legende nach wurde es hergestellt, um die Kraft des Forosa-Ritter zu testen, bis Vengal es wie ein hölzernes Spielzeug umherschwang und durch diese Demonstration den Besitz beanspruchte. Schön. Was hast du hier? Ring des Seelenheils. Nie. Doch, du hast schon verkauft. Stimmt. Farewell. Mögen wir uns eines Tages wiedersehen. Aber du hast keine Back again. I was born in Feroz when I eventually safe travels. Okay. Ich hätte eine Belohnung erwartet. Aber dass wir ihn beschwören können, ist vielleicht Belohnung genug. Oder vielleicht muss ich ihn einfach nochmal besuchen später. Ihn interessiert ja, stimmt, er hat doch gesagt, ihn würde interessieren, was aus dem Kaiserreich geworden ist. Ich besuche ihn wieder mal ab und zu, wenn ich was Fortschritttechnisches gebracht habe. Zwei Dinge wollte ich hier noch probieren. Genau. Seid nicht erstaunt. Jetzt wird es euch sehr, sehr leer vorkommen. Das hat auch seine Gründe. Das war eines meiner Farmgebiete, während ich den Glockeneid gemacht habe. Also jetzt... Oh. Guter Schutz. Wir können ja jetzt eigentlich... Nie. Doch, wenn ich schon einen Geschichtsteil mache, können wir mal testen, ob hier unten auch die Geschichte weitergeht. Ich werde vergiftet, ich weiß nur nicht warum. Mal gucken, ob du was hast. Da muss ich allerdings den Ring wechseln. Flüsterer. Wo ist das denn? Sicher auf der anderen Seite. What skill? You've defeated my master. But our master never dies, and he changes form so that he may seethe for all eternity. Brave human, you have yet to face your greatest perils. Take these. May joy await you at the end of your travels. Zweiter Drachenring. I have no gods to pray to.
But still, I pray that your journey will be safe. I have no gods to pray, but still I pray. Dann war das doch sein Erschaffer. Ich hätte eigentlich Seth oder Sif erwartet. Zweiter Drachenring. Was ist es denn? Dies ist ein Drachensiegelring. Er verleiht dem Träger den Schutz der Drachen. Der Ring erhöht die Trefferpunkte, Ausdauer, dass die maximale Belastung geht jedoch leicht kaputt. Der Ritter Raumund von Trangelique diente dem König und bewachte die Festung bis zu seinem Ende. Es heißt, er hätte diesen Ring in seinem ganzen Leben im Dienste des Königs in Ehren gehalten. Soll ich den Katzeneidring weglegen für den? Wenn ich den trage, kann ich dann beide Waffen miteinander tragen? 70,8. Mist! Kann ich nicht. Schade. Das war noch nicht das, was ich machen wollte. Also doch ein Teil davon. Schön, dass die Geschichte hier weitergeht. Und wie viele Pfeile ich jetzt unter meinem Porträt habe. Also wenn ihr das oben links beim Eid, dieser Glockeneid... Ach stimmt, das wollte ich auch noch. Während ich hier vergifte. Überlegen, genau. Wo wollte ich hin? Hier weg. Und, da steht noch einer. Ich habe nicht alle abgefarmt. Na komm. So. Aha. Der Teil ist auch geschafft. Genau. Hier hinten gibt es doch eine Schatztruhe. Ich kann es nicht zeigen. Doch, ich kann es zeigen. Aber da kommt das Gift. An die Schatztruhe würde ich gerne ran. Jetzt brauche ich einen Zweig. Das heißt, ich befreie ihn mal. Ich wüsste nämlich im Moment sonst niemand. Du bist sicher ein lieber Kerl. Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Dankbarkeit? Ist das zu viel verlangt? Ich hab den befreit. Wenn das alles ist. Das gibt's ja nicht. Für das habe ich einen Duftzweig verwendet. Ich hoffe mal, die Truhe war es wert. War das alles Gift? Ja, war's. Sehr schön. Mal gucken. Ist sicher eine Falle. Weg, 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 weg. Duftzweig! Okay, dann hat sich's wenigstens gelohnt. Löwenmagier-Gewand, Löwenmagier-Ärmel, Löwenmagier-Rock. Aha. Löwenmagier. Von den Magiern des Löwenclans getragenes Gewand. Der Löwenclan taucht als Volk in den Aufzeichnungen recht unvermittelt auf. So als wäre er eines Tages regelrecht aus den Tiefen der Erde aufgestiegen. Effekt verbessert Zaubergeschwindigkeit. Okay. Dann wird es hier wohl dasselbe sein. Löwenkrieger. Löwenkrieger. Löwenmagier. Genau. Jetzt habe ich noch einen Schlüssel. Ich denke. Gerne kurz testen. Also für irgendwas muss ja hier passen. Das ging doch hier runter, oder? Genau. Der ist nebenbei nicht mehr da. Also ich weiß nicht, wo der hin. Hier in. Hier ist. Hier hin ist. Was für ein Satz. Unser Rollstuhlfahrer. Offensichtlich ist das Rollstuhl gängig. Denn er ist weg. Hier hat die Frösche. Wenn ich einen finden würde. Nein! Oh. Das gibt's ja nicht. Schon kaputt. Einmal dran gekommen. Schon haben wir was zu reparieren. Hat ja lang gehalten. Dann kommt halt doch wieder der Katzenring.
Kommt wieder was von hinten. Kommt sicher der andere auch. Nein. Immer noch verschlossen. Für was ist denn der Schlüssel? Da ist ja noch einer, stimmt. Weg mit dir. Okay, versuchen wir es. Ich habe immer noch einen Duftzweig. Soll ich es versuchen? Komm. Es hat sicher genug Duftzweige. Das heißt, wir gucken den irgendwie. Der ist sicher jetzt dankbar, nimmt mich als neue Gottheit an und wird mein persönlicher Diener. Der Stellenangebot scheint mir nicht zu entsprechen. Was, ein Zahnschlüssel? Ist das jetzt der richtige Schlüssel oder wie? Muss ich jetzt nochmal beide Dinge absuchen? Zahnschlüssel, ein wie ein Tierzahn geformter Schlüssel. Ein seltsamer Schlüssel in der Form eines Zahns eines wilden Tieres. Welcher Stümper könnte einen solchen Schlüssel erschaffen haben und wozu könnte er passen? Ja, aber das ist der eine jetzt. Wo ist der andere? Lichtsteinschlüssel. Öffnet die Tür zur Lichtsteinbucht. Ich verstehe es nicht. Schlüssel zur Lichtsteinbucht. Ich gehe da nachher nochmal hin. Nee. Ich habe ja einen neuen Schlüssel. Vielleicht ist ja das jetzt der richtige. Es gibt Leute, die schaffen es, hier rüber zu gehen, vermutlich, und hier abzuspringen und da irgendwie rüber zu kommen. Ich glaube aber, das ist ein Trick. Ich schaff's nicht. Ich habe es wirklich lange versucht. Ich bin zu ungeschickt. Ich habe es zumindest nicht geschafft. So, jetzt ist ja, ich habe einen Katzenring. Hier unten ist ja alles tot. Oder? Du bist tot. Du bewegst dich nicht mehr. Ja! Endlich, okay. Du bist doch aus dem Gemälde. Greifst du mich nicht an? Okay. Wow. Was haben wir denn hier? Es ist Plakoscherbe. Mich. Thank you for helping me. I'm Onifex. I owe you some form of thanks, but have nothing for you at the moment. If it would not trouble you, could you visit my abode to stand away? Pause, Unterkopf. Thank you, kind traveler. I believe that I can be of assistance if you would visit me in my home. Ist das? Thank you. I believe that I can be of assistance if you would visit me in my home. Runterkommen? Also, wo? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo das sein sollte. Aber wir haben jetzt... Wir haben doch... Also, ich nehme euch ganz kurz noch auf diese Reise mit. Ganz kurz. Irgendwo muss es ja was geben. Lichtsteinbucht. Das ist doch unter Lichtsteinbucht. Wo hat es da unten eine Türe, die ich jetzt nicht geöffnet habe? Also der Schlüssel muss doch hier passen. Wo hat es hier eine Tür, die ich verschlossen angetroffen habe? Was die Tür, die ich gerade benutzt habe? Denkt dran, Spinnen, Magier, Spinnen und Magier. Natürliche Mischung. Okay. Nein, was mache ich denn? Ja, okay. Wir haben nachher 10 Estes Plakons. Einfach noch daran denken, die zu besuchen. Lass mich durch. Der Schaden hat abgenommen. Hier drin war keine Tür, das weiß ich noch. Ja,
wobei jetzt möchte ich natürlich sicher sein, dass da wirklich keine Türe ist. Das heißt, wir trinken irgendwas. Hier jetzt doch noch mal testen. Komm, blöder Frosch. Mach auf. Okay, Tür schließen. Was, man kann nicht schließen? Das ist super. Sehr schön. Hä? Wieso bist du denn jetzt in hier unten? We meet again, kind traveler. This is my workshop. In your tongue, I believe I would be called a blacksmith. I create all manner of equipment. Using an ancient technique unique to my people. Normally, I only cater to a very select few. But I have a debt to you. I will craft one thing of your choice. My wares are far from ordinary. I am certain that they will please you. I require no payment this time, but you must bring me a wondrous soul. My technique absolutely requires it. I trust you will understand. Okay. Und jetzt wirklich Murakumo. Gibt's sie ja auch wieder? Schwerambus, Partisane, Mischbogen. Zwillingsklinge. Okay. Dann hätten wir Pfeile. Feuerpfeil. Hier kann man unnötig Feuerpfeile kaufen. Dann soll ich die Seelen komplett dafür ausgeben? Wäre natürlich eine Idee. Aber ich schieße ja eigentlich nicht so viel mit Pfeilen. Machen wir mal 50. Was verkaufst du sonst noch? Gelbes Kraut, grüne Blüten, Schmetterling. Dann drei Zauber, Zielflug, Seelenflug, Sturzkontrolle. Waffe, Rüstung reparieren. Dann könntest du mir gleich diesen Ring hier reparieren, wenn wir schon da sind. Waffe, Rüstung verstärken. Ich glaube, nichts, was ich momentan trage, kann ich noch verstärken, oder? Doch, den Bogen. Nee, ich habe keine Titan nicht schärfen. Okay, das fällt in dem Fall auch weg. Oh, das Schild könnte ich verstärken. Bringt relativ wenig. Könnte ich von dem, was ich hier trage, was verstärken? Ich hab Material, ey. Schaut euch das an. Enorm. Glitzendes Titanit. Warten wir noch ab. The nature of an item is greatly influenced by the soul that was used to create it. They can be tricky to use, but when wielded properly, are extremely powerful. This is what I meant by unique. These wares are not for use by ordinary folk. It's hard to believe now, but this land was once a flourishing kingdom. Its king, Vendrick, came close to unlocking the essence of the soul. What a dazzling soul he surely had. Imagine what I might create with such a powerful soul. Hmm,
Max Game Plus. It is said that our technique originates from a strange being that inhabited this land. A pale beast that lived long, long ago. We don't even know what exactly it was. If you find a wondrous soul, bring it by for me to have a look. Do you find me strange? You humans are always this way. The way you glare at any unfamiliar creature. That mix of curiosity, fear, and revulsion. No, it hardly concerns me. The nature of an item is this. It's hard. Ja. Handeln. Schwert der verlorenen Sünderin. Aus der Seele der verlorenen Sünderin gefertigtes Ultra-Gru-Schwert. Seine Klinge entzieht dem Träger das Leben. Das genaue Wesen dieses Schwerts ist unbekannt. Selbst die verlorene Sünderin kennt es nicht. Wer dieses Schwert wählt, teilt die Last der Missetaten der verlorenen Sünderin. Effekt greift den Schadensverursacher an. Das kennen wir aus Teil 1. Der Drachentöter-Speer gibt es hier auch. Ein aus der Seele des alten Drachentöters geschmiedeter Ranseur. Der Speer des Drachentöters wurde mit der Macht des Blitzes versehen und zertrümmerte mit steinernen Schuppen. Oder zertrümmerte die steinernen Schuppen der Drachen. Nutzt den schweren Angriff, um die in ihm schlummernde Kraft zu entfesseln. Effekt Blitz, Spezialangriff, schwerer Angriff. Dann hätten wir noch einen Spinnenzahn. Aus der Seele von Freya, der Liebsten des Herzogs, geschmiedete Krummschwert. Seine Klinge ist mit einer klebrigen Seide beschichtet, die mit jedem starken Angriff ausgeworfen wird und die Bewegung des Feindes verlangsamt. Angeblich soll der Herzog selbst, eine exzentrische Seele, der von Spinnen fasziniert war, eine alles andere als menschliche Form angenommen haben. Bewegungshemmen. Interessant, was es hier alles gibt. Spinnenseide aus der Seele von Freya, der Liebsten. Seine nadelartige Klinge kann problemlos die härteste Panzerung durchdringen. Effekt Schilddurchdringung, schwerer Angriff. Eine S in Beweglichkeit, wow. Okay. Leider nichts für mich dabei. Und ich soll wiederkommen, wenn ich bessere Seen finde. Aber wo ist dieser Button? So, jetzt noch einmal versuchen hier hinten. Es muss doch irgendwo eine Tür geben, die ich übersehe. Und zwar komplett. Ich teste jetzt nochmal die Tür, wo ich eigentlich schon war. Lebt ihr wieder? War die nicht tot? Okay. Ich dachte, ihr seid tot gewesen. Ach nee, Leuchtfeuer benutzt. Logisch. Die einfachsten Grundregeln. Die einfachsten Grundregeln, die ich mir beherrscht. Ja, dann nehmen wir halt dich. Oder wir nehmen dich auch nicht. Jetzt nehmen wir dich. Menschenbild. Ich glaube, hier fahre ich noch. Hier bleibe ich nachher. Arme ohne euch, wenn es so weitergeht. So, aber ich verstehe es nicht. Also, wenn es doch hier hinten eine Tür gibt und ich jetzt einen Schlüssel habe, warum geht es hier nicht auf? Für was ist denn der Schlüssel, den ich habe? Wieder elegant ausgerichtet. Ich mache die Suche dann ohne euch. Irgendwo muss es ja eine Tür geben. Oder es ist wirklich nur die Abkürzung zum Leuchtfeuer gewesen, die ich ja von innen aufgemacht habe. Aber das wäre ja überhaupt nicht sinnvoll. Jetzt noch mal eine Spinne. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Ich bin... Also...
muss doch irgendwo noch eine Tür geben. Ich versuche es jetzt nochmal zu zeigen, dass ich das zumindest in der Theorie kann. Nein. Wir machen genau 4 Versuche. 1. 2. Ist ganz schlecht sogar gewesen. 3. Es wäre schon besser gewesen. Und 4. Ich bin kein Jump'n'Runner. Man sieht's. Ich kann das einfach nicht und ich zähle schon gar nicht mehr mit, weil die 4 Versuche sind schon längstens vorbei. Ich versuche nur die Zeit zu übertönen, damit das theoretisch klappt und es klappt nicht. Und dann nimmt der Anlauf. Unversagt kläglich. Und sag mal, wie habe ich denn das bisher gemacht? Bin ich schwerer geworden? Das gibt's doch nicht. Ich schaffe das tatsächlich nicht mehr. Das war früher so einfach. Also soll ich jetzt schummeln, Video pausieren? Ja, das wär's eigentlich gewesen. Also der Versuch hätte man eigentlich zählen müssen. Da wäre doch eigentlich völlig korrekt gewesen. Also hier der Wand entlang, dann abspringen. Ah, das Loch nicht getroffen. Wie gewisse Dinge, endlich, sich im Leben doch ähnen. Und ich würde sagen, das Loch nicht getroffen. Ich hätte doch auch keine Türe. So, ich gebe es auf. Alles klar. Nächstes Mal machen wir weiter an der neuen Stelle. Ich weiß nur noch nicht, wo. Ich muss mir da noch was überlegen. Vielleicht finde ich ja auch heraus, für was dieser Schlüssel gedacht ist. Ich glaube es allerdings nicht, weil mir fällt im Moment nichts ein. Und mit meinem Willencharakter habe ich ja den Boss noch nicht. Das heißt, es geht noch ein Weilchen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und auf bald wieder.